Ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Unter den Zuschauern sind heute nicht nur wissbegierige Implantologen, sondern sehr wahrscheinlich auch Hersteller, Mitarbeiter aus dem Qualitätsmanagement, der Hersteller aus der Fertigung und dem Vertrieb. Ihnen allen gebührt heute mein Respekt, denn Sie tragen dazu bei, dass Patienten mit hochwertigen Implantaten eine segensreiche Therapie erhalten und ohne die eine Zahnmedizin wahrhaftig ärmer wäre. Ganz sicher sind erfahrungsgemäß heute auch Rechtsanwälte von Herstellern dabei, die darauf achten, dass ich mich sehr vorsichtig ausdrücke. Aber es werden gewiss auch einige Patienten unter uns sein, bei denen ich mich jetzt schon entschuldige für die vielen Fachbegriffe in der Präsentation. Sie alle, wie gesagt, sind herzlich willkommen. Ich verspreche Ihnen spannende 40 bis 50 Minuten, Dinge, die Sie in der Form möglicherweise noch nicht gesehen haben. Mein Name ist Dirk Dudik. Ich bin Zahnarzt und seit mehr als 10 Jahren mit dem Thema Implantatverunreinigung beschäftigt. Damals hatte ich eine Reihe steril verpackter Implantate untersucht im Rahmen einer Dissertationsarbeit und Erstaunliches oder Beunruhigendes festgestellt. Seither hat sich viel verändert. Die Implantatgeometrien haben sich verändert. Die eingesetzten Werkstoffe sind heute andere als vor 10 Jahren noch. Und ganz sicher hat sich auch die Analytik verändert. Wir sehen heute viel mehr und genauer, als das noch vor 10 Jahren möglich war. Eins ist leider geblieben, nämlich, dass wir eine signifikante Anzahl von verunreinigten Implantaten sehen und identifizieren können. Inzwischen leite ich ein Analyselabor, habilitiere als Gastwissenschaftler in der Charité am Campus Benjamin Franklin bei Professor Florian Beuer und über die Cleveland Foundation und die damit verbundenen weltweite Initiative zum Schutz von Patienten und auch von Behandlern, werden Sie jetzt im Laufe des Webinars einiges erfahren. Denn gäbe es das Problem der verunreinigten Implantate nicht, gäbe es auch keine Clean Implant Foundation. Dreck, Verunreinigung, Partikel, die wir sehen, erschrecken heute jeden. Kein Mensch möchte in so einem Wasser baden oder sich abkühlen an diesen heißen Tagen, die wir gerade haben. Tatsächlich, wie man hier hinten sieht, springt doch noch jemand rein in die Fluten, um sich abzukühlen. Nun sei es drum. Dreck, den wir sehen, den will keiner haben. Der ist uns bewusst und da gibt es immer auch einige Diskussionen in den Medien. Aber kommen wir mal von zentimetergroßen Partikeln zu millimetergroßen Partikeln. 2016, gar nicht so lange her, gab es einen interessanten Vorfall. Und zwar hat der Mars-Konzern einen Rückruf gestartet. Und das war nicht irgendein Rückruf, sondern weil eine deutsche Kundin einen 0,5 Zentimeter großen Kunststoffpartikel in einem Mars-Riegel entdeckt hat, hat das Unternehmen massiv und schnell reagiert und in allerkürzester Zeit aus 51 Ländern tatsächlich sämtliche Mars, Snickers, Bounty, wie sie alle heißen, vom Markt geholt und wieder ausgeliefert. Ein einziges 5 mm großes Partikelchen hat den größten Rückruf der Lebensmittelgeschichte hervorgerufen. Das muss man sich mal überlegen. Dieses Teilchen verlässt nach 2 bis 3 Tagen auf natürlichen Wege, via naturalis, den Körper dieser armen Patientin, dieser Kundin. Ein Implantat im Gegensatz zu diesem 5 mm Plastikteilchen sollte tatsächlich ein Leben lang im Kiefer unserer Patienten bleiben oder zumindest erwarten das viele unserer Patienten. Kommen wir zur Medizin und zum Mikro- und Nanobereich der Verunreinigung. Zum Glück hat sich das einigermaßen wieder gelegt, die Problematik der verunreinigten Impfstoffe, aber man hat sofort gemerkt, wie sensibel die Medien sind, wie sofort in den Diskussionen gestartet wurde, ja, ist denn alles richtig gemacht worden, was passiert, wenn ein Impfstoff verunreinigt wird. Naja, es geht auch weiter über die Medizinprodukte und viele von Ihnen werden das mitbekommen haben, in den letzten Jahren gibt es eine Journalisteninitiative. Man kann es sich alles runterladen. Bei der Süddeutschen Zeitung habe ich das hier gefunden. Implant Files, ein spannendes Thema, wo es um defekte oder minderwertige Herzklappen und Hüftgelenke geht. Aber eben zunehmend leider auch um Implantate, um Zahnimplantate.
Das hat ganz offenbar auch der Spiegel mitgekriegt. 2019 gab das sogar eine Überschrift wert, kleine Schraube, großes Problem. Wir kommen nicht umhin, uns als Zahnärzte und Implantologen und Kieferchirurgen uns mit der Problematik auseinanderzusetzen, ob diese Instrumente, nein, diese Medizinprodukte, die wir verwenden, den Erwartungen unserer Patienten entsprechen. Wir haben nicht so viele Informationen über Implantate, die wir käuflich erwerben. Wenn wir die im Labor unter das Rastermikroskop legen, sehen wir Folgendes. Im oberen Anteil sehen Sie ein steriles Implantat. Im unteren Bereich ein ebenso steriles Implantat, das jedoch partikelfrei war. Die Frage, die wir uns vielleicht stellen müssen, ist, welches Implantat, wenn Sie wüssten, dass beide in Ihrem Schrank liegen, würden Sie Ihren Angehörigen geben? Beide Muster waren steril verpackt, original verpackt und hatten leider das CE-Zeichen, damit die Zulassung für den europäischen Markt das Implantat im oberen Feld sogar für den US-amerikanischen Markt durch die FDA-Clearance. Man muss das vielleicht immer noch mal sagen, obwohl wir natürlich alles Profis sind, aber viele suggerieren mit einem steril verpackten Medizinprodukt ein sauberes Medizinprodukt. Das ist mitnichten automatisch der Fall. Wir wissen, dass im Sterilisationsprozess Mikroorganismen töten oder beseitigen, während wir man kann sehr, sehr wohl eben auch Schmutzpartikel sterilisieren, weil da nichts lebt, lebt auch vor und nachher nichts. Das heißt, es bedeutet nicht, dass das Medizinprodukt nach diesem industriellen Sterilisationsprozess, im Regelfall werden die Gamma sterilisiert oder mit Ethylenoxid begast, dass diese Partikel, dass diese Implantate automatisch sauber sind. Also es wäre ein Trugschluss zu sagen, na gut, ich habe es doch steril bekommen und steril entpackt und das Produkt wäre damit gut. Trivial, aber leider wichtig. Was sind denn die Kriterien für ein sauberes Implantat und was ist überhaupt heute ein sauberes Implantat? Mit dieser Frage haben wir uns 2016 sehr intensiv auseinandergesetzt. Wir, das war eine Gruppe von Professoren, um ein paar zu nennen, der Thomas Albrechtsson aus der Saar-Grenzke-Universität, die Ann Bellerberg, damals noch in Malmö, mein Freund Florian Beuer hier aus der Charité, Luigi Canole aus Italien, Jafar Mohi aus Marokko und Michael Norton, der ehemalige Präsident der AO aus England. Wir haben uns auf einem 20-seitigen Papier viele Gedanken gemacht, was aktuell der Stand der Dinge ist und unter welchen Kriterien wir als Implantologen erwarten, dass Implantate sauber sind und bis zu welchem Level das jetzt festgelegt wurde. Weil es gab damals und es gibt bis heute keine festgelegte Norm. Normausschüsse arbeiten nach wie vor daran. Es gibt einen Entwurf zu einer neuen DIN, der ist wieder zurückgezogen und soweit ich weiß, aus der Entwurfsphase noch nicht herausgekommen. Also wir haben damals 2017 einen großen Stein in den Teich geworfen und tatsächlich etwas entwickelt. Wir haben nicht nur einen Konsensus zu der partikulären Belastung entwickelt, sondern wir haben die Clean Implant Foundation gegründet. Der Scientific Advisory Board, Sie sehen einen neuen Namen dabei, das ist der Professor Hugo de Bruyne aus Gent, respektive Nijmegen im Moment. Wir sind also eine Gruppe von 8 Wissenschaftlern, die sich sehr viele Gedanken machen, wie die Implantologie sicherer werden kann. Der Scientific Advisory Board, der Clean Implant Foundation, definiert die Kriterien für saubere Implantate nach wie vor im Konsensusprozess. Er überprüft umfangreiche Analyseberichte, die wir jedes Mal erstellen, wenn es darum geht, ein Implantat auszuzeichnen, in einem sehr strengen Peer-Review-Verfahren, kontrolliert sämtliche Ergebnisse, die wir hier veröffentlichen und gibt nach wie vor die Richtung und die weitere Entwicklung der Clean Implant Foundation vor. Die Clean Implant Foundation selbst ist eine Non-Profit-Organisation, das ist wichtig. Ich habe den zahnärztlichen, die implantologische Praxis nicht verlassen, um reicher zu werden. Ich kann nicht Ihnen versprechen, dass, wenn Sie Geld verdienen sollen, sollten Sie was anderes machen als Forschung oder eine Non-Profit-Organisation leiten. Kommen wir zur nächsten Folie. Wir haben einen 5-stufigen Prozess entwickelt, gemeinsam mit Albrechtsson, Lönnerberg und all den bekannten Namen. Wie kann es, unter welchen Kriterien können wir Implantate auszeichnen? Und wir wissen, das ist ein sehr delikater Bereich, weil andere Unternehmen das vielleicht nicht schaffen. Zunächst mal brauchen wir mindestens 2 Implantate
von Praktikern und 3 Implantate dürfen höchstens aus der Industrie kommen. Wir haben also immer eine zufällige Auswahl der Implantate, ein Sampling, das es nicht ermöglicht, uns speziell vorbehandelte Implantate zu senden. Wir entpacken die Implantate im Reinraum höchst vorsichtig, ohne jemals die Außenfläche zu berühren. Mit dem Thema kommen wir gleich nochmal, weil mir das dann vorgeworfen wurde. Ich hätte vielleicht doch draufgespuckt, auch das Implantat. Das Gesamte findet in einem akkreditierten Labor statt. Und ich kann Ihnen sagen, die Akkreditierung zum Prüflabor nach DIN 17205 zu bekommen, ist anstrengender gewesen und schwieriger als das Staatsexamen zur Zahnmedizin. Wir analysieren die gesamte Oberfläche des Implantats in einer sehr hohen Auflösung und mappen die Bilder dann aus bis zu 600 Einzelbildern zusammen. Das sehen wir gleich nochmal. Und am Ende haben wir natürlich eine fantastische Datenlage. Was wir dazu brauchen, bevor es ein Siegel gibt, ist die Literatur, dass das Implantat nicht nur technisch sauber ist, sondern tatsächlich auch in der Literatur beschrieben wird oder in den PMCF-Studies, dass wir mehr als 95% Erfolg über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren haben. Damit vermeiden wir, was Thomas Albrecht sonst so nett gesagt hatte, dass wir Happy-Go-Lucky-Implantate heute ein Siegel geben, dass es morgen nicht mehr auf dem Markt zu kaufen gibt. Der gesamte Prozess ist absolut transparent. Das heißt, wir haben das bereits veröffentlicht. Im Journal of Clinical Medicine 2019 können Sie gerne runterladen. Der PDF ist auch auf der Website der Clean Implant Foundation oder Sie schicken uns eine Mail. Hier haben wir festgelegt, die Methodik, die Definition der Grenzwerte und die Kriterien für die sauberen Implantate. Und nach diesem manchmal stupiden Protokoll, weil die Tage sind langweilig, weil ich immer das Gleiche mache. Und das ist völlig wurscht, ob wir jetzt einen Weltmarktführer haben oder einen Exoten aus der Türkei, oder es sind keine Exoten, aber aus irgendwelchen Ländern, die dann meinen, sie müssten uns jetzt Implantate auf den europäischen Markt geben. Immer das gleiche Verfahren. Wir möchten gerne mal jetzt eine andere Stimme hören. Und zwar habe ich Ralf Smets gefragt, was er denn von dem Setup hält der Clean Implant Foundation. Dauert so 1 Minute, wie Geduld müssen wir eben haben. Ich denke, in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, dass wir so Non-Profit-Organisationen wie Clean Implant an unserer Seite wissen und uns Gedanken machen können und eine Sicherheit haben, dass Produkte überprüft werden, validiert werden, dass man sie natürlich kritisch in Frage stellt. Aber ich glaube, dass die guten Firmen und die guten Produkte überhaupt keine Sorgen haben müssen oder so. Wenn ich nichts zu verbergen habe, sollte ich doch nur froh sein, dass das validiert wird und auf einer anonymen Plattform, auf einer korrekten Plattform auch jedem zugänglich dargestellt wird. Weil ich denke, wir alle wollen saubere Medizinprodukte haben, Biomaterialien, Pharmaka, Medizinprodukte etc. pp. Und ich freue mich über so Initiativen, die da aus Berlin kommen. Und ich denke, davon profitiert der Patient. Und am Ende des Tages, das hören viele nicht gerne, am Ende des Tages müssen wir dem in Anführungszeichen dienen, der wichtig ist. Dem Patienten und Kunde ist König. Die wollen saubere Produkte, die wollen wir selber auch, wenn wir operiert werden. Und deswegen denke ich, da hat keiner was zu verbergen, das sind alles gute Produkte und warum kann man die nicht mal valide testen, nachuntersuchen, vor allen Dingen auf einem vernünftigen Niveau. Und das erfolgt in dieser Non-Profit-Organisation und ich schätze das sehr und ich wünsche denen nur viel, viel Erfolg und ich halte das für einen vernünftigen Weg. Man kann geteilter Meinung sein, aber ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist, auf dem wir sind. Ja, wohl formuliert. Vielen Dank an Professor Smets für dieses Statement. Er ist auch Botschafter für unser Projekt. Die Trusted Quality wird nach sehr strengen Regeln vergeben. Können wir mal den Monitor wieder anzeigen? Genau. Wir haben jetzt mal ein paar Beispiele gezeigt, welche Implantate mittlerweile die Trusted Quality Siegel tragen oder getragen haben. Wir haben ja einmal aus Spanien das BTI mit der Unica-Oberfläche. Wir haben Noble Biocare, das Noble Active. Die Kollegen aus Korea mit dem Megagen Anuvish. Sie sehen übrigens hier immer die Bilder, das sind Originalbilder aus dem Rastermikroskop, die ich nur entsprechend verkleinert habe. In Wirklichkeit sind das 30, 40 Megabyte riesige Aufnahmen, wo wir jeden Partikel erkennen können. Schaumann SLA, wir haben dann dabei Sven Martina aus Italien. Das Prama hat letztes Jahr die Auszeichnung bekommen. Dann geht's weiter mit Breden Blue Sky, sehr früh schon dabei. Wir müssen schauen, dass wir die Implantate, die lange dabei sind, alle 2 Jahre neu
evaluieren. Das ist ganz wichtig. Bei Straumann und bei Nobel ist das gerade ausgelaufen. Da müssen wir schauen, wie weit die Unternehmen doch noch Interesse haben, ja, das fortzusetzen. Wir haben das Nucleus ausgezeichnet, das T6 von Nucleus Implantat aus der Türkei. Die können tatsächlich fantastische Implantate bauen. Es ist keine Länderspezifikation, warum ein Implantat sauber oder dreckig sein soll. Wenn man sich anstrengt, kann man das hinbekommen. Redentist ICX Premium ausgezeichnet worden, das Global D aus Frankreich. Auch letztes Jahr die Auszeichnung erhalten. Wir haben relativ frisch das Zirkon Medical von Patent. Sie haben es noch getestet seinerzeit als Implantat ZO3 oder BioVin als Keramikimplantat. Wir haben weitere Implantate gerade in der Testung. Also man dürfte, wenn alles sich so weiterentwickelt, auch bald ein weiteres Keramikimplantat sehen hier in der Reihe. Biotech Dental, ein zweites französisches Muster. Und last but not least, das Chemtas Conlog-Implantat von der Firma Chemlog, respektive vom Hersteller Altentec. Ja, das ist im Prinzip unsere aktuelle Auswahl an Implantaten, wo Sie sicher gehen können, dass Implantate in der Analytik und in der Dokumentation unauffällig waren oder gezeigt haben, dass sie eben weitgehend partikelfrei waren und die Kriterien nach dem Konsensus erfüllt haben. Wir haben etwas Neues, und zwar Ende 2020 eingeführt, da wir auch viele kleine Hersteller haben, die ihrerseits bei Auftragsfertigern arbeiten, ein spezielles Certified Production Quality Label entwickelt, das die Produktion der Implantate bis zur endgültigen Verpackung schon mal vortestet. So wissen dann auch Inverkehrbringer, dass sie, wenn sie Implantate ordern, bis zum letzten Schritt der Verpackung und der Sterilisation ein ordentliches Vorprodukt erhalten. Das müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ceramtech ist einer der größten, weltweit größten Medizin-Keramik-Produzenten. Ich denke, da haben wir einen sehr, sehr schönen Weg gefunden, auch einen Zugang zu schaffen für Kunden dieser Auftragsfertiger. Ich muss ein paar Sätze verlieren über das Labor, in dem das alles passiert. Die Akkreditierung im Prüflabor war Grundvoraussetzung, damit wir Daten generieren können, die belastbar sind. Und nicht nur in Peer-Review-Journals funktionieren, sondern zur Not auch vor Gericht, wenn uns einer in die, soll ich das richtig ausdrücken, wenn einer meint, wir hätten nicht ordentlich untersucht. Das können wir stets belegen und haben dafür auch einen entsprechenden Akkreditierungsprozess hinterlegt. Das Ganze findet in Adlershof statt, eine wunderschöne Umgebung mit sehr, sehr vielen anderen Wissenschaftlern. Mittlerweile haben wir im Labor zwei Rasterelektronenmikroskope zur Verfügung. Also die Dinge entwickeln sich dramatisch sehr schön weiter. Wir entpacken, ich hatte das gesagt, bereits im Reinraum die Implantate, ohne sie außen zu berühren, führen sie dann ins Mikroskop hinein, haben mittlerweile über 300 steril verpackte Implantate analysiert. Und Sie sehen, dass wir jetzt mit der fünften Studie, die angelaufen ist, bereits starten. Was wir machen, immer das Gleiche. Wir schauen uns erstmal ein Bild an. Dieses Bild hier ist aus über 600 einzelnen Frames in einer riesigen Vergrößerung entstanden. Braucht eine ganze Weile, bis das zusammengerechnet wird. Und wir kriegen natürlich eine fantastische, wenn man so will, Map, eine Landkarte des gesamten Implantates. Also keine schönen einzelnen Flecken, die mal hübsch rausvergrößert wurden, damit sie sauber erscheinen, sondern tatsächlich hier eine zumindest repräsentativen Überblick von der Schulter bis zur Spitze des Implantates. Wir nutzen das Verfahren der Rückstreuelektronen, um zwei Informationen zu kriegen, die Topografie, und gleichzeitig kriegen wir Informationen zu den Materialien, die auf dem Implantat sich befinden. Es wird ein Materialkontrastbild erzeugt. Man sieht das hier, dunkle Partikel sind eben nicht einfach dunkel, sondern die erscheinen in dem rasterelektronischen Bild einfach dunkel. Hier in diesem Fall ist es Kohlenstoff, also eine organische Verbindung. Und metallische Verbindungen würden etwas heller als Titan erscheinen. Man sieht es hier nochmal im Beispiel, wie wir das Implantat abscannen. Wir sehen also insgesamt immer ein Drittel der gesamten Oberfläche und verwenden, um herauszukriegen, was das für Partikel sind, die energiedispersive Röntgenspektroskopie, ein schöner Zungenbrecher, das EDX-Verfahren. Hier wissen wir, was es ist und wie viel es ist. Also eine qualitative und eine quantitative Information, dass dieser Partikel auf dem äußersten Gewindegang eines Implantates tatsächlich überwiegend Kohlenstoff ist. Ich möchte natürlich immer gerne wissen, was das noch sein kann. Was sind denn diese organischen Rückstände, die wir zuhauf auf vielen, vielen Implantaten finden? Hier hilft uns ein weiteres Analyseinstrument. Das mache ich nicht selber, sondern in einem befreundeten Labor in Münster, der Tascon GmbH, ein ebenfalls akkreditiertes Labor.
Dort kann man mit der Time of Flight Secondary Mass-Spectrometry oder noch besser mit der Flugzeit Sekundär-Ionen-Massenspektrometrie sehr viel mehr rauskriegen. Nämlich wir wissen, was das für Substanzen sind. Wir kommen von der Elementanalyse auf die chemische Zusammensetzung. Und Sie sehen, je kleiner die Partikel werden, je genauer die Analytik wird, umso größer werden die Maschinen. Dieses Gerät füllt den ganzen Raum. Die Analytik ist relativ teuer, aber sie ist es wert, weil wir hiermit natürlich Informationen kriegen, die wir bislang in der Form nicht zur Verfügung hatten. Nehmen wir ein Beispiel eines Implantates. Man sieht, die äußersten Gewindegänge haben einiges drauf und unten kriegen wir da etwas kryptische Bezeichnungen, auf die wir gleich noch näher eingehen. Wir können also einen Nachweis führen und die Methodik gibt uns anhand von Referenzspektren tatsächlich die chemische Substanz, also die Art der Verunreinigung an. Was wir gefunden haben auf Implantaten waren thermoplastische Materialien, wie hier an dem Beispiel, wo es aus der Verpackung kam. Auf das Beispiel gehen wir gleich noch näher ein. Wir fanden synthetische Polymere, wir fanden Polysiloxane, Silikone zuhauf. Und was uns sehr beunruhigt hat, auf einem Muster, ich meine, ich habe sogar auf zwei Mustern das gesehen, muss ich nochmal raussuchen, Dodecylbenzosulfonsäure, heute ist der Tag der Zungenbrecher, DBSA. Wir haben dazu gleich auch noch eine Aussage von einem weltbekannten Toxikologen. Was ist das? Dodecylbenzosulfonsäure ist ein oberflächenaktives Tensid. Es hat nichts, aber auch gar nichts auf Implantatoberflächen verloren. Selbst wenn es verwendet wurde zur Reinigung, muss es abgewaschen werden. Weil hier passiert etwas mit der Umgebung des Implantates, das in keinem Lehrbuch steht als besonders osteointegrationsfördernde Maßnahme. In DBSA habe ich gefunden, als wir die Küche sauber gemacht haben und die Arbeitsplatte bearbeitet haben. Dort ist in einem Fliesenintensivreiniger mit entsprechender Warnhinweis die Substanz aufgeführt. Ich glaube nicht, dass wir hier eine gute Zugabe für ein Implantat haben. Generell informieren wir alle Hersteller über unsere Analysen. Hier ist ein Beispiel von einem Hersteller aus Korea. Die Länder spielen keine Rolle, weil das Verhalten und die Qualitäten länderübergreifend sind. Das Verhalten und die Sauberkeiten und die Kollaboration und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Es gibt da keine spezifischen Länder. Wenn ich ein Land nenne, ist es nie diskriminierend gemeint. Man sieht hier auf dem Implantat, dass doch erkleckliche Mengen an Kunststoffresten zu sehen sind, an weichen, flusigen Materialien. Wir haben die Information an dem Hersteller weitergeleitet. Es ging dann bis zur Zentrale rauf und man hat dann tatsächlich auch geantwortet, was immer sehr schön ist. Ich freue mich über jede Antwort. Aber hier kam die ganz klare Ansage, Sie haben wahrscheinlich ein falsches Instrument verwendet, um das Implantat in das Rennen zu bringen und das Implantat dabei wohl berührt und verändert. Nee, habe ich weder berührt noch verändert. Diese Verunreinigung im Implantat kommt schlicht und ergreifend von einem Plastikkäppchen, das das Implantat in seiner Verpackung hält. Man kommt in der Zentrale zum Schluss, dass hier kein Problem vorliegt. Ich denke, die Information müssten Sie selbst, die Entscheidung müssen Sie selbst treffen für Ihre Patienten und für sich, ob Sie Implantate haben wollen, die gerade an der delikaten Stelle der Implantatschulter bereits ab Werk mit massenhaft, in diesem Fall werden das Silikone sein, aus dem Silikonstopfen, der das Implantat sichert in der Transportbox. Keine gute Idee. Man kann damit umgehen. Ich denke, andere Firmen haben bessere Wege, sich den Problemen zu stellen. Und wir sehen in vielen Fällen auch einen sehr kooperativen Zugang zu dem Thema, wo wir dann auch zur Verbesserung beitragen können. Ein Beispiel aus der aktuellen Studie 1720. Ich will jetzt mal nicht zu nahe gehen. Das ist ein Hersteller aus Schweden. Und Sie sehen mit bloßem Auge, dass hier was nicht in Ordnung ist. Wir haben das natürlich dem Hersteller vorgestellt und man sieht hier in der Vergrößerung, das sind keine Mikrometer, wir sind im Millimeterbereich für Verunreinigung. Und man hat uns sofort gesagt, na, das ist ein Ausreißerimplantat, das kann ja mal vorkommen. Und das Dumme war, dass wir natürlich weitere Implantate aus der gleichen Charge gesehen haben und das sah dann so aus. Da ist nicht viel gewonnen. Man müsste eigentlich schauen, dass diese Charge zurückgerufen wird, aber wir warten bis heute auf eine Stellungnahme des Unternehmens. Das ist ein bisschen schade. Für sehr viel weniger Verunreinigung
hat zum Beispiel ein Weltmarktführer 2015 seine Implantate zurückgerufen. Da wurden die Consi-Lager wieder geräumt und es wurde neu ausgeliefert. Ich hatte parallel seiner Zeit diese Partikel gefunden auf dem Implantat des Herstellers. Und es kam raus, dass es die Titanhülse war, in der das Implantat eingebettet wird während des Transports. Also ein Problem, das erst entstand, als man das saubere Implantat in den Container gelegt hat. Andere Weltmarktführer, ich nenne bewusst keine Namen, damit ich unseren Freunden aus der Juristerei keine Angriffsfläche biete. Hier haben wir Teflonreste einerseits in der Mitte und außen organische, kunststoffhaltige Verunreinigungen an einem Implantat eines deutsch-schwedischen Herstellers. Auch da sieht man nichts und die Information heißt natürlich von den Firmen, wir haben völlige Kontrolle über unser Qualitätsmanagement, wir wissen gar nicht, was sie wollen. Die grundsätzliche Frage, sind Keramikimplantate die saubere Alternative? Und jetzt wird es spannend, weil ich Ihnen insgesamt heute drei Studien mehr oder weniger vorstellen möchte. Die erste hatten wir schon erwähnt, das ist die Pilotstudie aus dem JCM, wo wir das Verfahren erläutert hatten. Wir haben eine Arbeit eingereicht, das ist das Team um Professor Albrechtsson in Wendelberg, Christel Larsson aus Malmö, Stefan Mohi und Florian Beuer wieder von der Charité. Es ist mittlerweile peer-reviewed, noch nicht veröffentlicht. Im Jomi wird es dann, so Gott will, dieses Jahr noch erscheinen. Und wir haben uns Arbeit gemacht. Wir haben 25 Implantate eingesammelt. Das heißt, wir haben auf dem freien Markt als Blind-Shopping in der Größenordnung fünf Typen als übers Losverfahren herausbekommen. Und für jeden Typ haben wir uns 5 Muster gekauft. Und das waren schon mal die ersten 10.000 Euro, die zum Glück die König-Gustav-Stiftung zur Verfügung gestellt hat, respektive die Zagrenske-Akademie. Wir haben es gleich nochmal von der Clean Implant Foundation dazu gepackt und haben einen sehr schönen Schnitt über 5 Implantate im Keramikbereich herausbekommen. Um das hier mal ganz kurz zu zeigen, die Frage beantwortet sich fast etwas von alleine, wenn Sie die Bilder sehen. Wir haben von den 5 Typen, die wir hatten, tatsächlich 2, die auffällig waren mit Verunreinigungen. 2 waren nahezu partikelfrei und ein Muster zeigte mal saubere und mal verschmutzte Implantate. Da gab es also keine Konstanz in der Reinigung oder im Qualitätsmanagement. Hier kommen wir nochmal zu dem Fall, den ich schon kurz erläutert hatte. Wir sehen hier ein Implantat, das ganz offenbar Kunststoffreste auf dem Implantat zeigt. Und wir haben im Rahmen dieser Studie, die dann auch veröffentlicht wird im Jomi, mal geschaut, wo kommt das denn eigentlich her? Ist das vor der Verpackung, nach der Verpackung? Ist das ein Handling-Problem oder ist es vielleicht sogar ein Verpackungsproblem selbst? In diesem Fall sehen wir hier, dass das Implantat steckt in einer Kunststoffverpackung drin. Wenn man es herausnimmt und 90 Grad dreht, sieht man dann entsprechende Partikel. Und das sind keine Mikrometer. Wir sind hier im 100 Mikrometer-Bereich und mehr. Da ist man ja bald im Millimeter-Bereich, wenn es so weitergeht. Der Körper hat was zu tun hier. Wir sehen, dass wir in der Analytik, wenn wir das herausbekommen wollen mit dem IDX-Verfahren, ein sehr deutliches Kohlenstoffsignal sehen hier als Zeichen einer organischen Verunreinigung. Aber wir wollten natürlich wissen, was ist das denn? Ist das vielleicht von der Verpackung direkt? Und haben uns die Mühe gemacht und die Verpackung auch angesehen und beides in der TrophSims-Analytik nochmal angeschaut. Und es gab einen perfekten Match, sagt man in dem Fall, zwischen dem Verpackungsmaterial, also an der Stelle, wo das Implantat eingefasst wird, und mit den Verunreinigungen und den Partikeln auf der Implantatoberfläche. Es handelt sich hier eindeutig und beweisbar und belastbar um Polyacetalreste aus der Kunststoffverpackung. Das Problem ist, dass diese Verunreinigungen bei Patienten verwendet werden, die eine metallfreie Versorgung erwarten, weil sie vermeintlich ein besseres Implantat haben wollen. Und am Ende liefert man ihnen dann eine mit Polyacetalpartikeln angereicherte Implantatoberfläche. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich komme auf einen nächsten Punkt, nämlich den Ausblick auf die Quality Assessment Studie mit den zuletzt 100 Implantaten, die wir eingesammelt haben. Es ist noch nicht veröffentlicht. Wir haben hier vorläufige Daten, die auch bei uns auf das Peer Review durchlaufen. Also auch die Auswertung der Partikel.
Sie können sich vorstellen, es ist eine riesige Arbeit. Was wir hier sehen, ist ein erschreckender Befund. Und zwar im Zeitraum 2017 bis 2020 haben wir von 81 Firmen 100 Implantate eingesammelt, jeweils steril verpackt. Und was wir finden, ist, dass in ein Drittel der Gesamtkohorte zeigt mehr als 30 Partikel auf der Oberfläche, die kleiner sind als 50 Mikrometer. Zur Größe der Partikel kommen wir nachher nochmal. Aber wir sehen auch, dass jedes fünfte Implantat in der Gesamtkohorte Partikel in der Größenordnung von 50 Mikrometer und mehr zeigt. Das ist ein Ergebnis, was ich so nicht erwartet hatte, aber über die Jahre verdichtet sich dann doch der Eindruck, dass es mit der Kontrolle der in Verkehr gebrachten Medizinprodukte, wie soll ich sagen, Room for Improvement gibt, Raum für Verbesserungen, sagt der höfliche Engländer. Was sind denn 50 Mikrometer große Partikel? Hier ist ein schönes Beispiel eines Implantats, alle CE zugelassen, europäischen Markt mit zusätzlichen hellen Partikeln, die sehen Sie oben drauf. Das ist nochmal etwas eine Zugabe von, wenn ich richtig erinnere, haben wir hier Partikeln mit Eisen, Chrom und Nickel, die auf einer klebrigen Matrix hängen. Das ist ein 50 Mikrometer Partikel. Hier nochmal ein anderes Beispiel eines Implantats. Da kann man die Partikel nicht mehr zählen. Wir haben ganze Gewindegänge sind mit organischen respektive kohlenstoffhaltigen Verunreinigungen versehen. Genug der Studien. Es wird spannend zu sehen, wie diese Studie rauskam. Vielleicht nochmal einen Gang zurück. Was wir in diesem Diagramm später sehen werden, sind auch Namen. Also die Unternehmen, die sich an der Studie beteiligt haben, können bei uns explizit ihre Namen in diesem Register finden und sich dann natürlich auch messen in einem Sinne eines Rankings, ob sie noch Verbesserungsbedarf haben oder ob sie schon zu denen gehören, die bei uns technisch gut wären für ein Qualitätssiegel. Das haben wir gesehen. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Es gibt nämlich noch sehr viel mehr als diese Studien, die wir machen. Natürlich, wir haben Mitglieder. Mitglieder, Fördermitglieder haben das Recht und das ist auch gut so. Die schicken uns E-Mails, wenn sie auffällige Verluste haben. Hier ein Beispiel von einem sehr lieben Kollegen aus Detmold, der nicht nur erfahrener Implantologe ist, sondern, soweit ich weiß, auch BDIZ-Gutachter. Man wundert sich dann, dass auch Implantate verloren gehen in einer Reihe von gesetzten Implantaten. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, über 50 Implantate und 3 oder 4 Implantate zeigen auf einmal Auffälligkeiten. Also deutlich mehr als die erwarteten Verlustraten, die man vielleicht mal hat, weil der Patient raucht. Es sind immer die Verluste, die interessant sind, die beim gleichen Patienten entstehen und beim gleichen Arzt. Auf einmal hat man daneben ein wunderbares Implantat und daneben eines, das dramatisch Knorr verliert, wie in diesem Beispiel. Wir haben dann am 16. Juni das Implantat, eines Implantat, ein Musterimplantat von dem Kollegen bekommen. Wir haben das dann aufwendig analysiert. Und was man hier sieht in der Vergrößerung, dass das Implantat am Apex hier sehr auffällige, massive Verunreinigungen zeigt. Ich denke mal, dass wir hier etwas haben, was nicht im Katalog der osteointegrationsfreundlichen Additive steht. Ich drücke mich hier sehr vorsichtig aus. Welche klinischen Relevanz hat denn die Verunreinigung? Ich habe die Frage, es ist schwierig rauszukriegen, wie viel Verunreinigung macht welche Effekte, weil es eben keinen technischen Wert gibt, weil Patienten unterschiedlich reagieren. Wir haben uns die Mühe gemacht, ich bin nach Australien geflogen und habe einen der weltbekanntesten Toxikologen gefragt. Das Video ist mit deutschen Untertiteln, sodass Sie das auch die nächsten 1 bis 2 Minuten leicht folgen können. Professor Jack, we're here in Queensland University at PACE. I came to your institute with some questions about the consequences of contamination on dental implants. What do you think, from your point of view, the academic point of view, do we have to be concerned about avoidable contaminants if it's either surfactant or remnants of laundry detergents like DVSA or silicones on dental implants? Yes. What do you think? Generally speaking, all the above has got some toxicity. It could be nanoparticle, it could be microparticle form, and that involve a different scenario toxicology because the local particle can cause a local reaction
whether it's in mixture or in single. Mm-hmm. So how much of that can interact with the local environment or also absorb in the bloodstream and carry to the target organ? Who knows? I assume we're on the same page if we say if it's avoidable, we have no problem and no question mark, right? Yeah, I would think so. So it's early stages, you always tend to be on the cautious side, yeah. Right? Yeah. The precautionary principles. Eine sehr schöne Arbeit, 1987 bereits erschienen, von dem sehr geschätzten Professor Wahle zwischen Emeritier, der hat ihm einen sehr lieben Brief geschrieben. Mensch, lieber Kollege Dudek, was Sie da machen, habe ich schon vor langer Zeit gemacht. Analysen mit dem REM, damals wurden Implantate noch unsteril ausgeliefert. Das waren die ersten Keramikimplantate aus Aluminiumoxid, die gerade massenhaft gebrochen sind. Die alten Kollegen, die Älteren wissen auch, was damals passiert ist. Ein Fehlstart für die Keramikimplantologie, es hat sich viel verändert mittlerweile. Die Dinger waren damals massenhaft verunreinigt, weil auch wir in der Praxis das wegbekommen haben. Und man fand seinerzeit, entweder gab es Bindegewebe-Einscheidungen, das heißt, wir hatten größere Partikel, oder man fand eben auch im Rahmen dieser, in der Umgebung dieser Fremdablagerung entsprechende Fremdkörper-Riesenzellen. Das war vor 33 Jahren. Das muss man sich fragen, mir fehlen fast die Worte. Müssen wir uns das als Implantologen heute noch, müssen wir uns diesem Problem noch aussetzen? Ich hatte das nicht erwartet. Ich versuche das mal zu demonstrieren. Wir haben das Problem, die Verunreinigung ist folgendes. Wir sehen Implantate, hier haben wir eine Grafik aus dem Quintessenz-Video, ein traumhaftes Video. Ich habe jetzt nur als Beispiel das genommen. Die gelben Punkte sind jetzt mal gedachte Verunreinigungen. Drehen wir ein Implantat mit 20, 30, 50 bis zu 70 Newtonzentimeter in kortikalen, festen Knochen hinein, so lösen sich viele dieser Partikel und konzentrieren sich am Ende tatsächlich auf der im Rahmen der Kortikalis. Und genau hier wollen wir, dass keine Fremdkörperreaktion startet. Hier wollen wir ein möglichst knöchernes Siegel haben, eine Versiegelung, der ein wunderbares Anwachsen des Patientenknochens. Aber wir haben hier in jedem Fall eine Erhöhung der partikulären Belastung. Wir wissen von Thomas Albrechtsson und seiner Gruppe in Göteborg, dass jedes Material, das Körpergewebe durchdringt, immer die Aktivierung des Immunsystems nach sich zieht. Ein Implantat ist und die Osseointegration ist eine kontrollierte Immunreaktion, also etwas völlig Normales. Das Problem ist, dass es Thomas sehr schön definiert, das Foreign Body Equilibrium. Es gibt ein individuelles Fremdkörpergleichgewicht. Das heißt, beim einen Patienten passiert nichts, beim anderen ist es diese eine Partikel zu viel, der dazu führt, dass die Reaktion kippt und sich periimplantärer Knochenverlust einstellt. Hier sehen Sie auch die Literatur dazu. Alles, was ich Ihnen heute sage, ist am Ende noch mal in der Literaturliste drin. Keine gewagte These ohne entsprechende Literaturstelle. Da möchte ich noch mal kurz drauf verweisen. Fremdpartikel mit einer Größe von 0,2 bis 7,2 Mikrometer, ich gehe nochmal zurück, die höchste proinflammatorische Neigung. Das heißt, wir sehen, dass proinflammatorische Zytokine ausgeschüttet werden, insbesondere bei diesen kleinen Teilen. Darum ist so wichtig, was ein Makrophage inhalieren kann, hätte ich fast gesagt, vereinnahmen kann, sind etwa Partikel in der Größenordnung bis zu 10 Mikrometer. Und dann passiert etwas. Es gibt nicht nur entsprechende Reaktionen des umliegenden Gewebes, es führt leider auch zu einer erhöhten Osteoklastogenesis, das wiederum einleitet den Prozess des Knochenrückgangs. So, jetzt sehen wir hier nochmal in der Zusammenfassung. Es startet mit einem sterilen Dreck, wie das Professor Bar so schön gesagt hat, auf einem Implantat, der, um das nochmal zu sagen, vermeidbar ist, wie wir in den Studien ja auch sehen. Es gibt viele saubere Implantate. Fremdkörperreaktion aktiviert Makrophagen. Wir sehen eine Osteoklastogenesis. Wir haben den Verlust des kortikalen Knochens. Es ist wie ein Dominospiel. Exponierte Implantatoberflächen neigen dazu, sich bakteriell zu kolonisieren. Wir haben im besten Fall nur eine Periimplantmukositis, im schlechtesten Fall eine Periimplantitis oder sogar den Verlust eines Implantates. Das ist eine Grafik, die, denke ich, Patienten nicht so gerne sehen. Wir müssen es wissen und nicht nur glauben. Das hat uns 2007 schon Thomas Albrechtsson ins Gebetbuch geschrieben.
dass spezielle Implantate unseren Patienten keinen Schaden zufügen. Ich hatte noch versprochen, dass ich etwas sage zur Haftung des Zahnarztes. Das ist in Deutschland noch nicht, ich betone noch nicht, ein so immanentes Problem, dass viele Kollegen mit der Verunreinigung der Implantate relativ sorglos umgehen, habe ich den Eindruck. Tatsächlich müssen Sie sicher sein, dass es ein CE-Zeichen hat. Das denke ich mal von aus. Selbst das verunreinigte Implantat, das schlimmste Implantat, das wir gesehen hatten, war für den europäischen Markt zugelassen. Aber Sie dürfen auch keine negativen Informationen haben aus wissenschaftlichen Publikationen oder aus Webinaren wie diesen hier. Denn wissen Sie von solchen Verunreinigungen und inserieren dann dennoch, so kann natürlich ein findiger Patientenanwalt dazu führen, dass Sie in Haftung genommen werden. Das Ganze ist in den USA eine komplett andere Geschichte, weil sich hier ein Geschäftsfeld für Anwälte ergibt, das offenbar auch recht einträglich ist und die Raten für die Haftpflichtversicherung in astronomische Höhen bringt. Ein Kollege aus Seattle hat mir mal gesagt, wenn ein Patient am Morgen in seine Praxis, ein neuer Patient in die Praxis kommt und die Praxis betritt, der erste Gedanke, den er hat, ist nicht, wie kann ich diesem armen Kerl helfen? Sein erster Gedanke, und er schämt sich dafür, ist, wird er A, seine Rechnung bezahlen oder wird er B, mich verklagen? In den USA ist das echt ein Thema, auf das wir hoffentlich nicht so schnell zukommen werden, aber wir müssen damit rechnen. Hätte ich vor 10, 15 Jahren gedacht, dass die Beschäftigung mit Metalloberflächen zu solchen Problemen führt, wie ich sie jetzt habe, hätte ich mir vielleicht anders überlegt. Was wir sehen, sind Reaktionen mancher Hersteller. Ich zeige Ihnen nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was wir hier, ich will sagen täglich, aber wöchentlich an lustigen, verstörenden oder manchmal auch abstrusen E-Mails bekommen. Hier eine Information eines Herstellers, der massenhaft verunreinigtes Strahlgut verwendet hat. Wir haben also hunderte von Partikeln mit Eisen, Chrom und Nickel auf das, diese helle Partikel, den Sie sehen. Er kann sich nicht erinnern, jemals gefragt worden zu sein. Und der Grund ist einfach, dass er davon ausgeht, dass die Ergebnisse gut sind. Und Zahnärzte sagen natürlich auch, ist alles gut. Und wenn Sie es denn sehen würden und die Information von uns bekämen, wüssten Sie nicht, wie Sie die Ergebnisse, die Sie sehen, interpretieren sollen. Das hat er mir wörtlich geschrieben. Das ist nicht irgendein subalterner Angestellter, Vice President eines weltweit agierenden Konzerns. Wir sind offenbar aus Sicht dieses Herstellers als Zahnärzte zu blöde, zu verstehen, was ich Ihnen seit ungefähr 45 Minuten versuche zu erklären. Es kommen noch schönere Sachen aus Italien hier. Seinerzeit 2015 hatten wir eine Partikel gesehen. Sie sehen diesen kleinen Hellpartikel im linken Bereich. Das ist Zinnbronze, die sich auf diesem kaugummiartigen Flecken leider verblieben ist. Ich habe das dem Unternehmen geschrieben und als Antwort bekam ich eine sehr höfliche Aufforderung, doch bitte schön nicht zu veröffentlichen, was ein schlechtes Bild auf die Reputation des Unternehmens werfen würde. Sie hatten Tonnen von Gegenbeweisen. Nun gut, ich habe mir das nochmal in 2020, fünf Jahre später nochmal Implantate vom gleichen Hersteller besorgt. Und Sie sehen, es sieht nicht wirklich besser aus, um das mal vorsichtig auszudrücken. Nur die E-Mail, die wir bekommen, die ist aus dem Baukastenprinzip, weil ich bekam die exakt gleiche Formulierung, dass ich bitte nichts machen sollte, was das negative Image für das Implantatsystem bedeuten würde. Und neu ist der Satz, andernfalls würden rechtliche Schritte eingeleitet werden. Man kann mit rechtlichen Schritten den armen Patienten, der diese Implantate, steril verpackt waren sie alle, bekommen haben, nicht helfen. Dann hat der Kollege bestenfalls ein Problem. Vielleicht hat er Glück und es heilt ein. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die Implantate in dieser Kontaminationsfülle doch klinische Folgen zeigen. Ein Schweizer Hersteller, also es ist nicht die exotischen Länder, schreibt mir doch tatsächlich, so wie es aussieht, hätte ich den Punkt aufgeschmolzen. Diese partikulären Verunreinigungen, die wir sehen, kämen offenbar im Rassemikroskop, was er als eine völlig lächerliche Methode bezeichnet, durch Aufschmelzen des Titans. Es ist mir völlig neu, dass man mit dem Rasterelektronmikroskop Temperaturen von 1668 Grad Celsius erreichen kann. Man muss diesen Unfug auch mal Unfug nennen. Es ist einfach ja, unsäglich. Mir fehlen die Worte. Nein, die Erde ist keine Scheibe, lieber Hersteller aus der Schweiz. Man kann nicht aufschmelzen, Implantate nicht aufschmelzen. Wir müssen hinnehmen, dass wir physikalische Gesetze auch akzeptieren und wenn es möglich ist, Implantate bestenfalls auch sauber herstellen. Wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte Ihnen noch mal was zeigen, was Thomas Albrechtson zum Thema
abschließend zu sagen hat, ich hatte ihn gefragt, als ich ihn in seinem Institut besucht hatte und wir die nächste Studie besprochen hatten. Diese 2 Minuten möchte ich Ihnen noch mal gerne zum Abschluss mit auf den Weg geben. Thomas, nice to be here in Gothenburg at the Sahlgrenska University. If I remember, it's about nearly 3 years ago that we met in Cape Town, first time. And in the meantime, we established together not only the Clean Implant Foundation, but also the Trusted Quality Mark. Is there a reason that a dentist nowadays has to be concerned, not taking everything for granted? I fear so. I fear that I've seen some of the, quite a few actually, of the images you have produced from these implants. And in the beginning, I must admit, I was astonished that they could sell some of those implants to customers that they do sell. And I fear that this may be one of the reasons that we have overlooked in the past, that implant impurities that haven't been cleaned away can pose a problem. We don't know precisely today, we don't have any precise levels of what we can tolerate, what human beings can tolerate or not, but I would certainly prefer things to be clean compared to having to find out where the borderlines are or dangers. Yeah. Actually, it's thinking about the threshold. Whenever I speak to my colleagues, coming from the more academic point of view of statistical of data and numbers, if they have a choice to use a clean implant for their relatives, the answer is quite easy. They will always choose the one without a question mark, right? And for myself, not the least, I would add, right? So this is something that we assume, however incorrectly, that implants that you place in human bodies are clean. And we have learned, not the least from your studies, that is not the case always. And to me, this is sort of something we have to find out and learn more about, and how to minimize the impurities on implant surfaces. That's a major importance for the future. Thank you. And